Hallo und herzlich willkommen zum Q&A zu meiner Reportage über die Sucht nach Sportwetten. Erstmal vielen Dank, es gab einige sehr, sehr gute Kommentare darunter. Zum Beispiel schreibt eine Person mit dem Usernamen Julio Ciao: Respekt, wirklich gute Doku, das ist mal Journalismus mit Leib und Seele. Ja, hat mich sehr gefreut. Es gab aber auch Kritik von dem einen oder anderen. Zum Beispiel von einer Person mit dem Usernamen Horst Winterscheid. Kurz mal zu der Situation, auf der er sich hier bezieht, bevor ich das jetzt vorlese, damit ihr versteht, um was es da geht. Bei Minute 37, da ungefähr, da lasse ich mir von Thomas nochmal erklären, wie sich diese Sucht anfühlt. Oder ja, ich lasse mir das von ihm nochmal genauer erklären, damit es so ein bisschen greifbarer wird. Und er bringt dann eine, wie ich finde, sehr anschauliche Erklärung. Und zwar sagt er: Stell dir vor, du bist verliebt, du bist unglücklich verliebt und du weißt oder dein Umfeld sagt dir, die Person behandelt dich nicht gut, aber du bist eben verliebt und kommst da irgendwie nicht raus. Und sobald diese Person dich wieder anlächelt, ist es wieder alles egal und vergessen. Und es spielt keine Rolle, was dein Umfeld sagt. Und dann sagt er, da muss, und er nennt dieses Beispiel und sagt dann, da muss jetzt jeder oder kann jetzt jeder mal in sich hineinhorchen und sich fragen, wie er sich in der Situation verhalten würde. Und da war so mein erster Impuls, war so, ja, okay, die Erklärung ist echt gut, damit kann ich was anfangen. Und das habe ich dann auch so getextet und dann in der Sprecherkabine habe ich dann noch den, oder hatte ich dann das Gefühl, naja, okay, ja, die Erklärung ist gut, aber 13 Jahre Spielsucht, irgendwann würde man ja, also bei diesem Beispiel mit dieser toxischen Beziehung, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, würde man ja dann irgendwann sagen, oder würde ich zumindest irgendwann sagen, okay, danke, ich bin raus, ciao. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass ich das noch hinzufügen will oder noch so ein bisschen klarer machen will und habe dann noch den Satz hinzugefügt, also habe dann gesagt, ja, mit dieser Erklärung kann ich etwas anfangen. Trotzdem würde ich es wohl nicht so weit kommen lassen, dass ich mich völlig ruiniere. Der Satz ist bei vielen von euch nicht so gut angekommen, auch unter anderem nicht bei dem User mit dem Namen Horst Winterscheid. Und der schreibt dazu, ey, sorry, ja klar kann man das einfach mal so sagen, aber ich denke, keiner, der süchtig ist oder war, ist da vorher mit dem Anspruch rangegangen, okay, jetzt ruiniere ich mich mal komplett. Es ist ja gerade der Witz, man glaubt es nicht, bis es weit hinter zu spät ist. Ja, Horst Winterscheid hat da tatsächlich einen Punkt. Es ist eben genau so, wie er es sagt. Man plant ja nicht, süchtig zu werden, sondern man schätzt die Lage falsch ein oder glaubt, man hat es unter Kontrolle und irgendwann muss man dann feststellen, man ist eben doch in der Sucht, sei es jetzt auch bei Alkohol, Drogen oder was auch immer. Das sollte auch nicht so klingen, ne? Dass ich das meine, dass es nicht so ist. Oder als wäre ich unempathisch oder als hätte ich kein Verständnis dafür, dass es eben eine Sucht ist und dass Leute da die Kontrolle verlieren. Das war nicht meine Intention. Dann gab es einige Fragen zu den Studien oder vor allem der einen Studie, die ich häufiger zitiere. Janis zum Beispiel schreibt, passt die Zahl mit jeder Fünfte hat ein Suchtproblem wirklich? Zumindest die Tabelle im Bild zeigt ja nur 5%, nicht 20. Genau, Jan ist sehr gut aufgepasst. Die Tabelle im Bild, das ist nicht die Tabelle, aus der ich die Zahl entnommen habe. Ich dachte auch gar nicht, dass man diese Tabelle sieht. Ich dachte, man sieht den Bildschirm da gar nicht so genau. Und es ging da einfach darum, dass ich hier ein Bild habe, auf das ich texte, wie ich da, also ein Bild, wie ich da am Computer sitze und eben da einige Zahlen nenne. Diese Studie, die, auf die ich mich da beziehe, das ist der Glücksspiel-Survey 2021, eine Studie, die dieses Jahr herausgekommen ist und sich eben auf das letzte Jahr bezieht und wurde herausgegeben unter anderem von der Universität Bremen. Das ist die wohl größte aktuelle Studie zum Thema Glücksspiel in Deutschland. Und diese 5%, auf die du dich da beziehst, das ist Seite 29 in der Studie und da geht es darum, wie viele Leute in den letzten, also in den
zum Zeitpunkt der Befragung zurückliegenden 12 Monaten Sportwetten gemacht haben, mindestens einmal, und das sind eben 4,9%. Die Zahl, auf die ich mich beziehe, ist eine andere, und zwar ist es in der gleichen Studie auf Seite 39, falls ihr das nochmal nachschauen wollt, und da geht es eben darum, wie viele von den Personen, die Sportwetten machen, eine Glücksspielstörung haben oder aufweisen. Und das sind also eine schwere Glücksspielstörung 4,9%, eine mittlere 5,2% und eine leichte Glücksspielstörung haben demnach 8,8% derer, die Sportwetten machen. Und das sind insgesamt 18,9%, und 18,9% habe ich jetzt mal etwas vereinfacht, sind fast 20%, also jeder Fünfte. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, Glücksspielstörung, ist das denn gleichzusetzen mit einer Sucht oder, wie ich es da genannt habe, ein Suchtproblem? Ich erkläre euch noch kurz, wie hier Glücksspielstörung definiert ist. Und zwar ist sie hier definiert nach dem DSM-5. DSM, das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Und da sind dann solche Kriterien wie zum Beispiel, also da sind 9 Kriterien definiert für eine Glücksspielstörung. Und da sind dann solche Sachen wie Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, eines Arbeitsplatzes, von Ausbildungs- oder Aufstiegschancen aufgrund des Glücksspielens oder Belügen anderer, um das Ausmaß der Verstrickung in das Glücksspielen zu vertuschen. Oder wiederholte erfolglose Versuche, das Glücksspielen zu kontrollieren, einzuschränken oder aufzugeben. Und eine leichte Glücksspielstörung ist, wenn man 4 bis 5 dieser Symptomkriterien erfüllt, eine mittlere bei 6 bis 7 Symptomkriterien und eine schwere bei 8 bis 9 Symptomkriterien. Und ich habe hier eben, wie gesagt, diese, also von der leichten bis zur schweren Glücksspielstörung, das alles zusammengefasst und habe das etwas umgangssprachlicher dann bezeichnet als, diese Personen haben ein Suchtproblem. Wenn man sich diese Symptome mal anschaut, das könnt ihr googeln, also Kriterien Glücksspielsucht nach DSM-5. Ich werde sie jetzt nicht alle vorlesen, aber wenn man sich diese Kriterien mal anschaut und dann überlegt, wer eine leichte Glücksspielstörung hat, hat 4 bis 5 dieser Symptomkriterien erfüllt, da kann man dann schon von einem Suchtproblem sprechen. Also die Zahl, die ich da genannt habe, ist korrekt. Dann schreibt Simon, ich möchte noch einmal eine andere Perspektive in die Diskussion einbringen. Ich sehe Sportwetten eher als Investition und Möglichkeit, nebenbei ein wenig Geld zu verdienen, obwohl ich sportlich nur so mäßig daran interessiert bin, wie jetzt zum Beispiel Dachau spielt. Ich spiele ausschließlich Tipps professioneller Tipster wie die von Daniel Herzog in seiner Gruppe, aber auch von anderen Tippstern nach. Damit wird man zwar nicht reich, schon alleine, weil die Anbieter einen irgendwann sperren, wenn man allzu erfolgreich ist, aber 100 Euro pro Monat sind da schon drin. Wichtig ist halt eiserne Disziplin. Ja, jein. Also, es scheint wohl einen ganz kleinen Anteil an Leuten zu geben, die tatsächlich damit über einen längeren Zeitraum im Plus sind. Ob das jetzt empfehlenswert ist, ich würde sagen nein, aus verschiedenen Gründen. Erstens, bei viele, die dann Erfolge haben, rutschen dann doch in so eine gewisse Abhängigkeit, oder selbst wenn es keine Abhängigkeit ist, wollen dann eben doch mehr, gehen ein größeres Risiko ein und verlieren dann häufig doch Geld. Ich sage aber nicht, dass es nicht möglich ist. Zum Beispiel Daniel sagt, dass er, wenn man jetzt seine Tipps alle nachgespielt hätte in den letzten 3-4 Jahren, dass man da mit einem Plus rausgegangen wäre. Er hat aber auch gesagt, dass im letzten Jahr man ein leichtes Minus, also 2021, man ein leichtes Minus gemacht hätte. Das heißt, eine Garantie erstens gibt es nicht. Zweitens, man kann eben dann doch auch in die Abhängigkeit abrutschen. Ich hatte aber tatsächlich den Eindruck, dass er wohl ganz gute Tipps gibt. Er hat mir da auch die ganzen Statistiken gezeigt. Er hat jedes Spiel da dokumentiert, auf das er einen Tipp gegeben hat. Ich kann es natürlich nicht 100%ig
nachvollziehen. Daniel, muss man auch dazu sagen, betont auch immer, dass man wirklich ganz diszipliniert spielen muss, dass man immer nur einen bestimmten Anteil, also zum Beispiel 1%, je nach Spiel, seines Wettguthabens setzen sollte, dass man kein Geld verspielt, dass man nicht hat, dass man sich kein Geld leiht und so weiter. Dann Elektrosmog XL schreibt, bei Sportwetten kommt einfach der Aspekt hinzu, dass man denkt, man habe nicht genug recherchiert und verglichen, Transfers, Presse, Tabelle, Heimspiel etc. Man baut sich ein Pseudowissen auf und wenn der Schein nicht funktioniert, liegt es daran, nicht genug nachgegrübelt zu haben. Ja, da ist was dran. Also wie gesagt, es gibt eben solche Leute wie Daniel, die wohl sehr gut recherchieren und wohl auch recht gute Tipps geben. Wie gut, sei mal dahingestellt. Bei ganz vielen ist aber genau das haben mir auch viele Suchtexperten gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ist genau das Problem, dass die Leute diese Illusion haben von, hier habe ich die Kontrolle. Bei den Sportwetten glaubt man eben, man kann hier sein Wissen, sein Fußballwissen oder Sportwissen im Allgemeinen zu Geld machen und das führt bei ganz, ganz vielen eben in die Abhängigkeit, weil sie nicht merken, dass sie eben nicht die Kontrolle haben. Klar, bei Leuten wie Daniel, für die das ein Vollzeitjob ist, der 40 Stunden da reinsteckt und wirklich alles genau analysiert und so weiter, kann es schon sein, dass es eine Zeit lang, dass man eine Zeit lang da wirklich gute Ergebnisse hat, aber das sind wirklich die aller wenigsten. Dann zu guter Letzt möchte ich noch einen Kommentar vorlesen von von einem Nutzer namens Goldhagen. Der schreibt, cool, dass ihr Frederik Lau mit seiner tiefen Stimme für die Reportage als Reporter gewinnen konntet. Nein, das war nicht Frederik Lau, auch wenn ich den Vergleich ganz sympathisch und ganz schmeichelhaft finde und auch darüber gelacht habe. Ich war einfach sehr, sehr heiser auf dem Dreh und ich war echt glücklich darüber, dass ihr doch recht nachsichtig wart. Ganz, ganz wenige haben irgendwie geschrieben, oh, du warst wohl ein Saufen am Vorabend oder so. Nein, ich war kein Saufen, nicht am Vorabend, nicht in der Vorwoche, nicht im Vormonat. Ich trinke wirklich sehr, sehr, sehr selten Alkohol. Ich war einfach erkältet und es ist mir dann vor allem nach dem ersten Drehtag ist mir das auf die Stimme gegangen, weil da so nasskaltes Wetter in Dresden war und es dann schlimmer wurde und ich bin in die Apotheke und habe mir was geholt und das hat aber nichts geholfen. Ja, dabei möchte ich es belassen. Vielen Dank fürs Anschauen der Reportage und fürs Kommentieren. Da waren wirklich viele gute Kommentare dabei, konstruktive Kritik. Also herzlichen Dank dafür und hoffentlich auf bald. Bis dahin. Tschüss.